Man schlüpft von Rolle zu Rolle und du weißt erstmal gar nicht, was du gleich spielen wirst. Du kannst ein Polizist sein, ein Cowboy, vielleicht ein Kaktus. Aber Schauspielen ist auf jeden Fall Leidenschaft. Ich denke mir, die Kinder werden in ihrer Fantasie ganz stark angeregt. Die Kinder bekommen Interesse überhaupt Theater, Kultur. Und die Kinder, denke ich mal, lernen auch ein Theater in unserem Stadtteil kennen, was ja auch sehr wichtig ist. Schon sehr beeindruckt, dass die Kinder in der Kürze der Zeit auch so viel leisten, und da kann man noch mal wieder sehen, was alles in unseren Kindern steckt. Die Studiobühne ist ein anderer Platz. Das ist so, es ist weder zu groß noch zu klein, und das ist ideal für so eine Show, also was wir sozusagen machen mit dem Impro-Theater. Bei uns lernen sie halt das Theater hautnah kennen, sie treten selber auf, sie führen das vor Publikum auf, und ich denke mir, das ist für die Kinder eine ganz tolle, positive Erfahrung. Fantasie spielen und in Rollen schlüpfen, das machen die schon im Schulhof oder im Klassenzimmer oder zu Hause mit Freunden. Und das Theater bietet das an, dass das eine Form gibt, na, wo die dann jetzt mal auf die Bühne mit Licht und Kostüm dann das halt noch mehr zu präsentieren. Die sind da mit Leidenschaft und Energie, und das ist dann auch ganz anders als mit Erwachsenen zu arbeiten. Die haben noch keine Vorurteile. Wenn du wirklich mit Kreativität und vor allen Dingen Fantasie die Kinder begeistern kannst du alle Geschichte erzählen. Ich habe das große Glück, dass ich hier an der Studiobühne Berufliches und Privates verbinden kann. Ich unterrichte Drama, bilinguale szenische Spiele an einem Gymnasium in Gelsenkirchen, spiele hier seit einigen Jahren und darf mit meinen Schülergruppen hier auftreten. Das haben wir 2012 zum ersten Mal gemacht. In diesem Jahr haben die Schüler gespielt The Complete Works of Shakespeare in 90 Minutes. Das war der Oberstufenkurs Drama. Und die neuen Projekte stehen schon in der Pipeline, und ich bin total gespannt auf die neue Saison von Sturm und Drang 2.0. Von der Bezirksvertretung freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit der Studiobühne, die wir jetzt, ich glaube, schon im vierten Jahr zusammen gemacht haben, und hoffen natürlich, dass das auch weitergeht. Zuerst war ich im Forum Russland Deutsche tätig, ehrenamtlich, sehr viel mit Jugendlichen unterwegs gewesen. Irgendwann kam der Richtige zu unseren Leuten, meinte: Hey Leute, ihr macht das super, ihr müsst auf jeden Fall mit uns mitmachen. So. Wenn man quasi diese Verbindung mit dem Forum, mit dem Studiobühne hat, dann hat man auch sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, wir haben die Räume im Forum genutzt, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Proben hatten oder sonstiges. Also das hat immer ganz gut funktioniert. Und letztendlich war es so weit vorgeschritten, dass wir dann auch als Essens Beste nominiert wurde mit diesem Projekt und auch fast den ersten Platz erreicht haben. Die Studiobühne ist ein ganz, ganz wichtiges Haus, vor allem eben für theaterpädagogische Projekte im Kinder- und Jugendbereich. Wir sind jetzt seit 7 Jahren hier an der Studiobühne und mit dem Karl-Humann-Gymnasium, weil die keine eigene Aufführungsstätte haben. Und da ist es ganz wichtig, dass die Studiobühne uns dahingehend unterstützt, dass wir einen tollen Auftrittsort haben und eben den Kindern und Jugendlichen Theater näher bringen können. Einfach dadurch, dass wir die Technik nutzen können und den Fundus hier haben, den wir nutzen können. Und das ist ganz, ganz großartig, und freuen uns jedes Jahr immer aufs Neue, genauso wie die Kinder, dass wir hier sein dürfen und hier sein können. Ich schätze die Zuverlässigkeit, die freundlichen Mitarbeiter, dass wir ständig oder wenn wir Fragen haben, immer auf die Mitarbeiter zukommen können, sind immer für uns erreichbar. Kurze Wege, die Kinder sind zufrieden, das klappt wirklich alles sehr gut. Die Menschen machen die Studiobühne aus, die Menschen, auf jeden Fall. Wir fühlen uns hier einfach wohl. Angenommen, aufgenommen, aufgefangen.